Und damit hallo und herzlich willkommen zur 98. Folge des Listen 2 Let's Plays, wo wir gerade mit Jafar auf das Schiff von Slane gehen wollen. Und ich möchte wissen, ob er es schafft, sich hier vielleicht jetzt umzugucken und was zu klauen. Gut, wir laufen jetzt mit ihm einmal hier über das Schiff. Gucken, vielleicht hat er danach irgendwas Geiles gefunden. Vielleicht auch nicht. Ich hoffe ja, er klaut einfach so. Wenn nicht, dann kann ich es nicht ändern, aber das ist jetzt der Plan. Wir laufen hier einmal quer über das Schiff und geben ihm die Chance, dass er klauen kann. Upsi. Ja, dass er so langsam ist, aber er hat auch kurze Beinchen. Gut, dann einmal noch in den Frachtraum. Obwohl ich selber jetzt hier nicht unbedingt irgendwas Geiles sehe. So. Dann einmal zurück mit dem auf mein Schiff mit ihm. Und danach handeln wir noch ganz kurz mit der einen Frau, dass wir unser Gold wieder, also das alles, was wir haben, was wir in Gold umwandeln wollen, zu Gold umgewandelt haben. Und der einen Tussi da hinten handeln wir da fix. Und danach machen wir uns, wie gesagt, auf den Weg zur Sturminsel. So, wie sieht's aus? Hast du was gefunden? Schon was Besonderes gefunden? Piraten sind gute Sammler. Haben das Beste auf Antigua schon geplündert. Kann gut sein. Trotzdem weitersuchen. Vielleicht Jafar hat Glück. Alles klar. Warte hier. Jip, jip. Jip, jip. Was passiert, wenn ich sage, wir sollten uns wieder trennen? Wir sollten uns wieder trennen. Claro. Okay, da geht er einfach nur aufs Schiff. Ich habe ihn an, genau an der Stelle abgestellt, wo er eh hingegangen wäre. Oh mein Gott. Das ist so dumm. Gut. Handeln. Ich hatte mich schon gewundert, warum der genau da steht, wo ich ihn hingestellt hatte. Das hat mich so gewundert. Ich habe mir eine schöne Ecke ausgestellt bei ihm hin. Wollte ihn ja nicht aus der Gruppe werfen. Und, ja, okay. Gut. Ich habe ihn genau da hingestellt, wo er selber hin wollte. Na gut. So, mit ihr wollte ich handeln. Bist du noch wach? Ältere Dame? Möchte handeln? Ist da jemand? Ja, ich. Zeig mir deinen Kram. Sieh dir ruhig alles genau an. Ja, laber nicht so langsam. So, verkaufen, Plunder. Hier, los geht's. Wir beginnen damit. Und verkaufen einfach alles nur, wie gesagt, um Gold zu machen. Wenn ich irgendwann in diese Richtung mal was brauche, kann ich mir das alles wiederholen. Obwohl ich jetzt hiervon theoretisch nichts brauchen werde. So, 2300 Gold. Hier seht ihr übrigens auch, dass es hier Idole gibt, die ich nicht verkaufen kann. Nur mal so, möchte ich mal kurz zeigen. Das Wichtigste habe ich verkauft. Ich möchte jetzt nichts kaufen. Ich habe Idole in meinem Inventar hier. Da. Idol der Shakanumbi. Goldene Statue. Goldene Schale. Die ich nicht verkaufen kann. Also, theoretisch gesehen schützt das Spiel davor, mich schlimme Sachen zu verkaufen, die ich nicht verkaufen soll. Und liegt ja ganz stark auf, ganz klar auf theoretisch. Aber manchmal kann man auch Sachen verkaufen, die man dann vielleicht erst schwierig neu sammeln muss. Wie wir auch schon am eigenen Leib bitter erfahren mussten. So, auf geht's zur Sturminsel. Ja, haben wir sonst noch was hier zu tun? Erstmal nicht. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwas lernen möchte, bräuchte ich Skillpunkte großteils. Davon haben wir keine. Ruhmpunkte in diesem Fall. Damit ich hier Attribute verbessern kann. Uns fehlt immer noch jemand, der uns die
diese Härtefähigkeiten hier beibringen kann. Härte, obwohl, da wäre noch interessant. Logbuch, Charaktere, Härte, Lehre, Wirt. Hier wäre interessant, ob wir noch Mut antrinken und einschüchtern lernen wollen irgendwo. Ringfest. Also, einen Wirt hätten wir hier, wo wir das lernen könnten. Und das andere, einschüchtern, könnten wir auch hier lernen. Wollen wir das Gold dafür noch ausgeben? Speziell einschüchtern würde mich interessieren. Attribute, Talente, einschüchtern, 54. Ja. Ja, wir lernen mal einschüchtern bei ihm hier. Klingfest gar nicht so unbedingt. Das wär auch noch gut, aber ich will jetzt erstmal sagen, wir geben unser Gold für einschüchtern aus. Einfach damit wir es irgendwann gelernt haben. So bei ihm hier geht das jetzt. Bring mir was bei. Bring mir was bei. Was willst du denn wissen? Also. Das ist das Ganze mit dem Einschüchtern. Das wäre noch kugelsicher. Schussverletzung, was ist denn kugelsicher? Was ist denn das? Die Wirkung von Schmerztöter verlängere? Das ist das Mut antrinken. Verdoppelt die Wirkung von Schmerztöter. Schmerztöter ist, glaube ich, das Ding hier, oder? Schmerztöter ist das Ding. Lernen wir einfach scheiß drauf. Also er könnte mir jetzt Schmerztöter beibringen und kugelsicher, aber einschüchtern nicht. Wie ich es gerade richtig gesehen habe. Das, was ich eigentlich haben wollte. Oder war es einschüchtern? Klingenfest. Einschüchtern konnte er. Und kugelsicher. Und das andere, was ich eigentlich haben wollte, war klingenfest, ne? Wartet, Attribute. Ihr klingenfest. Das interessierte mich noch. Aber da bin ich hier falsch. Es konnte... Ja? Zeig mir ein paar Tricks. Dann lass mal hören. Genau, er konnte mir klingenfest beibringen. Das wäre eigentlich das, was mich noch interessieren würde. Also entweder klingenfest oder einschüchtern. Einschüchtern, ganz klar, weil klingenfest, guckt euch an, wie viel wir da haben. Gut, erstmal einschüchtern. Und dann wäre noch die Frage, habe ich noch mehr zum Verkaufen? Mal alles. Wir hätten noch das Schwert, das will ich behalten, das will ich behalten. Den Ring hier, aber ganz ehrlich, das ist jetzt nicht super viel wert. Und sagen könnte, man könnte alle doppelten Ringe einmal verkaufen. Auch alle doppelten Amulette. Das bringt ja nicht so viel Gold. Wir verkaufen es trotzdem mal. Alles, was wir doppelt haben. So. Wie gesagt, bringt jetzt hier nicht so viel. Aber ich bin mir bei den Dingern immer nicht sicher, ob wir die da nicht vielleicht doch irgendwann mal noch brauchen. Gut, okay. Das und das behalten wir logischerweise. Okay, wir lernen jetzt einschüchtern. Was? Erstmal das. Ich bin noch nicht gut genug. Was brauche ich denn dafür? Leute, einschüchtern 1? Was? Wie kann ich einschüchtern 1 nicht lernen? Fähigkeiten, Härte. Einschüchtern 1. Härte 1, Gold 1. Sollte ich dafür nicht gut genug sein? Oder muss ich... Warte, nochmal richtig lesen. Zeig mir was. Nicht handeln, lesen. Da. Bring mir was bei. Was also. Es ist Härte. Kannst du mir einfach... So gut bin ich auch nicht. Ach ja, nicht gut genug. Das ist klar, dass ich das nicht geht. Ich bin noch nicht gut genug. So gut bin ich auch nicht. Hä? Okay, was ist, wenn ich jetzt das lerne? Zeig mir, wie ich die Wirkung von Schmerztöter verlängern kann. Eine Flasche Schmerztöter zu haben, ist schon eine feine Sache. Besonders, wenn Ärger ansteht. Die meisten stürzen das Zeug runter und denken, gut ist. Die haben keine Ahnung. Wie machst du das denn? Das Zeug wirkt länger, wenn du langsam trinkst.
Du verarschst mich. Nein. Hör zu, ich weiß, das Zeug schmeckt fürchterlich, aber es wirkt. Probier's aus. Okay. Dafür bin ich nicht gut genug. Einschüchtern eins. Ich bin noch nicht gut genug. Ich hab doch aber alles dafür. Was ist denn die Voraussetzung? Einschüchtern 1. Erhöht. Ich hatte 1 Gold 500. Ich verstehe nicht, warum ich dafür nicht gut genug bin. Also normalerweise, wenn hier irgendwelche Voraussetzungen sind, steht es hier immer da. Ne? Das steht ja auch bei Einschüchtern 2 brauche ich Einschüchtern 1. Bei Einschüchtern 2 brauche ich Einschüchtern. Einschüchtern 3 brauche ich Einschüchtern 2. Aber ich will ja Einschüchtern 1 lernen für 500 Gold. Und das geht nicht. Das hier. So gut bin ich auch nicht. Warum nicht? Ach, Mano. Lerne ich jetzt den Umgang mit Klingen besser noch, damit wir mit was weg haben? Gibt es noch jemand anderen, der mir Einschüchtern beibringen kann? Das wäre die Frage. Log. Seekarte. Da gibt es noch jemanden. Und, ja gut, hier komme ich eher nicht hin. Also wenn, dann wäre hier ein Piratennest noch interessant bei Boos. Okay, dann machen wir uns auf den Weg zu Boos. Hat da gerade noch was anderes da? Achso, alles klar, Questziel X, ja. Weil das wäre das Questziel, was ich ja aktuell jetzt nicht verfolge. Kann man hier mal rausnehmen. Jetzt interessiert mich als nächstes das hier. Das ist das nächste Ziel. Seekarte, Questziele wird nicht angezeigt, aber das ist das nächste. Okay, einmal kurz nach Takarigua. Dort zu Boos. Gucken, ob wir dort einschüchtern lernen können. Das Gold hätte ich ja noch, oder? Zumindest für Stufe 1 und 2. Für Stufe 3 dann nicht. Dein kleiner Freund fängt an, uns Ärger an Bord zu machen. Jafar? Wieso? Was macht er denn? Alle Nase lang verschwinden irgendwelche Dinge. Nichts Wildes. Ein bisschen Kram hier, ein paar Goldmünzen da. Er ist recht geschickt dabei, uns Stück für Stück die Taschen zu leeren. Zu wenig, um Alarm zu schlagen, aber zu viel, um es einfach zu ignorieren. Und du bist dir ganz sicher, dass es der kleine Gnom war, ja? Ach komm, sei doch mal ehrlich. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Hm. Ist gut. Ich rede mal mit ihm. Ja, sag mal, wir reden mal mit ihm. Hm? Reden wir mal über deinen Nebenverdienst hier an Bord. Bleso? War mir klar, dass du auf dem Ohr taub bist, kleiner Langfinger. Tu dona blemo Jaffa, Missada. Spiel hier nicht den Beleidigten, ja? Du hast meine Crew bestohlen. Oder willst du das etwa abstreiten? Stehlen ist ein böses Wort. Jaffa ist nicht böse. Jaffa sammelt Dingi. Wenn du verbietest, einem Gnom Dinge zu sammeln, ist es so, als wenn du sagst, hör auf zu atmen. Gib mir, was du geklaut hast. Und lass es in Zukunft. Zumindest bei meiner Crew, okay? Kaka. Wie bitte? Hier hast du. Jaffa wird nicht mehr sammeln an Bord. Versprochen. Gut. Oh, 76 Gold. Komm. Also es ist halt echt nicht so. Es geht ja nur um diese... Ja, mal gucken, ob er es wirklich dran hält. So, es wäre die Frage, hat jetzt irgendjemand... Braucht das Gold jemand? Sie interessiert es nicht. Ja, da vorne wird es erst recht nicht interessieren. Was ist mit dir? Brauchst du irgendwas? Ich koch uns was Leckeres. Immer nicht? Na gut, okay, dann auf geht's nach Takarigua. Antigua sind wir ja. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. So, dahin bitte. So, wie gesagt, ich möchte jetzt nur dahin und gucken, ob ich einmal kurz einschüchtern lernen kann. Und danach machen wir es auf dem Weg zur Sturminsel. Ist einfach nur... Dauert nicht lange. Aber wenn ich sage, einschüchtern ist das, was ich jetzt lernen möchte, dann lerne ich jetzt nicht klingenfest oder kugelsicher. Was ich aktuell
eher semi brauche. Ich werde das noch brauchen, ja, aber später. Weil das Antigua, du erreichst Takarigua. Muss ich erstmal gucken, wo Buß hier rumsteht. Ich weiß es gar nicht mehr auswendig. Du kannst dich gerne mal hier umgucken. Die Frage, ob ich ihn jetzt mitnehmen muss, ob das so eine gute Idee ist. Wo steht Buß? Lago? Hank? Buß? Hey, Junge! Die Leute quatschen, dass Captain Stahlbart von dem Kraken erwischt wurde. Das stimmt. Mara hat ihn getötet. Bei Neptuns Bart. Das ist wahrlich eine schlechte Nachricht. Ich hätte nicht gedacht, dass es den alten Haudegen jetzt schon trifft. Dabei hatte ich meine Hoffnung darauf gesetzt, dass er den Fluch wieder bricht. Kannst du mir was beibringen? Was willst du denn wissen? Na, einschüchtern. Dafür bin ich nicht gut genug. Das ist das falsche Einschüchtern. Das hier. Kennst du ein paar Tricks, um Leute einzuschüchtern? Jemanden einzuschüchtern ist eigentlich ganz einfach. Gib ihm das Gefühl, dass du ihm wehtust, wenn er nicht das tut, was du willst. Die meisten Weicheier kriegst du damit. Die wollen keinen Ärger. Einen waschechten Piraten dagegen. Lass lieber erstmal die Finger von denen. So, dann einschüchtern eins. Ich will die Leute noch besser einschüchtern. Du willst dich an die harten Kerle trauen, was? Ich sag dir mal was. Es geht genauso wie bei den Feiglingen. Die harten Typen glauben dir nur nicht jeden Scheiß. Du musst also auch so aussehen wie das, was du ihnen androhst. Die Augenklappe ist schon mal klasse. Die macht mächtig was her. Wenn du jetzt noch ruhig bleibst, sollte das eigentlich schon reichen. Wer Angst hat, redet viel. Wer keine Angst hat, bleibt ruhig. Verstanden? Gut, und für das haben wir jetzt nicht genug Gold, ne? Ich hab nicht genug Gold. Ja, dachte ich mir schon fast. Gut. Die Sache ist erledigt. Wollen wir Ihnen das sagen? Spencer braucht seine... interessieren mich diese Aufgaben? Ich weiß, dass ich damals hier einfach weg wollte von dieser Insel. Okay, ich sag Ihnen das mal. Komm, speichern. Die Sache mit Di Fuego ist erledigt. Zu welchem Preis? Spielt das eine Rolle? Hast bei Pedro abkassiert, den alten Sack runtergehandelt und den Rest für dich behalten? In dem Fall hast du deine Belohnung ja schon eingestrichen. Aber ich habe heute meinen großzügigen Tag. Hier, nimm 5 Flaschen vom besten Takarigua rum. Hat der aufgeblasene Sack noch was gesagt? Er sagte, ihr sollt aufhören, seinen Zucker zu klauen. Ja, genauso gut könnt ihr einem Gnom sagen, er soll keine Sachen mehr sammeln. Wir machen natürlich weiter. Pedro wird in Zukunft bestimmt vorsichtiger sein. Prost! Okay, Spencer braucht eine Lieferung. Das sagen wir Ihnen jetzt nicht. Weil ich gar nicht mehr weiß, wer Spencer ist. Das wäre die Frage. Wenn ich jetzt möchte, dass der Gnom hier sammelt... Auf dieser Insel, wie viel muss ich ihnen mitnehmen? Komm mit. Okidoki. Ich führe ihn jetzt hier einmal rum. Mach den alten Piratenkodex. Wer es findet, darf es behalten. Na, gucken wir mal, ob er irgendwas sagt. Muss ich ihn jetzt hier noch weiter? Schon was Besonderes gefunden? Viele Dingis, aber kein Aurikulki. Vielleicht später. Ich hoffe bald. Die Frage ist tatsächlich, wo muss ich Jafar genau hinführen, damit er sein Aurikulki findet? Und wie lange muss ich ihn überhaupt irgendwo hinführen oder findet er das wohl ganz alleine? Wir sollten uns wieder trennen. Jip, jip. So, auf geht's zur Sturminsel. Obwohl, ja, wir haben noch 20 Sekunden. Das macht keinen Sinn. Also das heißt, wir fahren nächste Folge zur Sturminsel. Das haben wir jetzt aber noch ein bisschen Zeit verballert, aber egal. So ist es halt. Das heißt, nächste Folge einmal hierhin. Wie gesagt, nach Caldera werden wir auch noch zurückreisen müssen. Aus Gründen. Und
Ob wir uns hier noch um die ganzen anderen Quests kümmern, weiß ich alles noch nicht. Keine Ahnung. Ich bin jetzt momentan nicht dabei, dass ich wirklich Lust darauf habe. Für mich wäre jetzt tatsächlich die Aussage, ich mache mich jetzt auf den Weg nach zur Sturminsel. Wenn ich damit fertig bin, geht es nach Caldera. Je nachdem, was sich dann anbietet, machen wir das einfach so weiter. Von daher, ich habe jetzt momentan nicht das Interesse, alle Sidequests in diesem Spiel fertig zu machen. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Wenn nicht, ist es mir auch egal. Und ansonsten gehen wir die nächste Folge. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert mich, schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie ein Scheiß. Und sagt mir mal zum Schluss. Tschüss.